So. Herzlich willkommen in den wenigen Minuten, die uns noch bleiben vor dem nächsten Gemetzel, sprich vor der Hornacht. Die Überlebenden haben sich möglicherweise gut, möglicherweise zu wenig vorbereitet. Wir werden sehen, wenn die Horde kommt. Mit dabei sind Alain, Hallo. Nordisch Guten Tag. und natürlich Azran. Ja, ich muss die Waffen sortieren. Ja, das Ja, war klar. Ihr Rühren seid so ein frei, Lutscher, doch. ey, das gibt's nicht. Was eigentlich habe ich hier schon wieder gesehen? Das ist etwas so. Richtig. Scheiße. So, Das mal gucken. Ich meine. geht. So, mal gucken. Der blutrote Was Himmel. sagt der Spieler? Wo kommen die Ich sehe Ersten? nichts. Ich Ich sehe noch sehe auch nichts. nichts. Guckst so du Richtung Nordosten, so in dem Dreh. Ah, hier kommen sie. Vincent? Richtung Nordwesten. Oh, ich hab sie. So, ich kann nur gleich mal nach unten gehen. Oh, das ist Also aber. hier Oh, geschieht es schräge auch ganz Grafik. ordentlich. Lass ich mal hochgucken. Boah, ich sehe Ja, nichts. jetzt geht's wieder. Ja, irgendwie habt ihr Glück, die Horde ist bei mir. Ne, ich glaube, die sind auf der Nee, ganzen nee, nee, Breite. nee, da, hier ist da auch ordentlich was. Ja. Ja, also die sind gut verteilt. Okay, wir haben schon Spucker. Man hätte so gerne eine Helmlampe. Oh, so ein Drecksack. Oh, bei dir ist was explodiert. Also. Ja, ich weiß auch wer. Mhm. Ich muss mal den Schaden begutachten. Ja, das hat ein bisschen Loch gerissen. Na, komm mal hier rüber, ihr kleinen Spinner. Was ist denn hier los? Oh, sehr nett. Ich glaube, die kommen mit der Leiter nicht klar. Nein. Hunde. Oh. Oh. Shit. Oh Gott, ich bin gefallen. Jo, das war's. Mit was? Mit mir. Ah, okay. Okay. Ja, die haben Nee, ich sehe es, da ist nichts Pfeiler möglich. ganz zügig abgeräumt. Und Oh, auf ich dem muss mal erstmal Anweicher trinken, halt was mir drauf. hier Was? Wie kommt die denn hier drauf? Okay. Okay. Du, der siehst ganz böse hier. Weil wir es mal zwischendurch ein bisschen reparieren hier, weil sonst brechen sie auch gleich durch. Ich hab so eine Ahnung. Die haben wahrscheinlich die ganze Brücke rüber zu Gussmann weggerissen. Okay. Ja. Also Holzpfeiler hält gefühlte 10 Sekunden. Bei mir stockt es ein klein wenig. Ich sehe hier nichts. Also, sie sind gleich bei mir oben durch wieder. Beim Respawn-Punkt. Bist denn du erst rausgekommen? Was? Wo bist denn du rausgekommen? An der Anfangsplattform. Ah, okay. Sind die jetzt da auch, oder wie? Da sind auch welche. Shit. Die werden sie ja auch kaputt machen. Oh, ich hätte unbedingt mehr Licht gebraucht.
Boah, der frisst aber auch ganz schön, der Soldat hier. Oh, fehlt schon eine Ecke. Ja, ich würde ja gern kämpfen, aber mein Zeug ist weg. Eine Munition. Schwierig. Trefft den Soldaten nicht. Meine Helf so schön oben. Dafür werde ich wahrscheinlich hier oben erfrieren, ne? Der Turm wird nicht umfallen, nein. Das wird nicht passieren. Ja, der Bogen trifft nicht mehr so sauber, das stimmt schon. Ja, man merkt, es ist so ein bisschen Spiel drin jetzt. Ja. Also, das ist... Da unten hatten sie. Oh Mann. So. Kann ich euch dazu bewegen, hier vielleicht rüberzukommen, meine kleinen Muckels? Hallo, hier rüber. Kommt doch hier rüber. Nee, hier sollt ihr rüberkommen, ihr kleinen Spacken. Ja, also zumindest wissen wir jetzt, was wir bis zur nächsten Norden noch machen müssen. Danke für dein Follow. Ja. Die angreifbaren Sachen aus Beton halt. Definitiv. Absolut. Also gerade die untersten. Ah, der Soldat, der geht mir ein bisschen auf die Klöden, muss ich sagen. Oh, oh, oh. Alter, das war knapp. Ist auch irgendwo bei mir ein Spider reingekommen, oder muss ich dann mal schauen. Wollen wir erstmal jetzt was zum Fixen holen hier. Spider bräuchte ich irgendwie auch gerade mal. Ich glaube, ich habe noch wegen der Queste noch was offen. Ich muss erstmal den Zombie wegkriegen hier, den Soldaten-Zombie. Ach scheiße, die buddeln sich durch, scheiße! Ah, oh, fuck! Lass mich nach oben! Ah, oh, scheiße! Bein weggeschossen. Bam! Ach, die buddeln sich da unten bei mir durch, die kleinen Pisser. Oh, da muss ich mein Fundament tiefer ziehen. Unglaublich. Was die für ein Graben ziehen ohne Sahne, Hammer. Ich würde ja gern gucken, aber ich glaube, das mögen die unter mir sitzen nicht. Oh, Footballspieler, der muss auf jeden Fall. Wieso ist meine Konstruktion falsch? Falsch kann man nicht sagen, noch sind sie ja nicht drin. Entweder treffe ich die nicht oder. Ich weiß auch nicht. Ja, ich habe auch so ein bisschen Probleme mit dem, ob ich so richtig treffe oder nicht. Nein. Ist der bereits tot oder veräppelt der mich jetzt?
Ja, sobald ein Spucker kommt, das hat man ja gesehen, der reißt hier ein riesen Loch in die Abwehr. Alter. Der ist fake. Oh, die kloppen mir da unten alles kaputt, die kleinen Pisser. Wie macht sich deine Anlage? Geht so. Ich war ja auch noch nicht fertig. Geht so. Ach komm. Ey, die machen, nehmen irgendwie keinen Schaden durch die Railings. Kriegt zwar Blutspritze angezeigt, aber... Gerade im richtigen Moment wegbewegt. Jetzt nicht mehr. Ich sehe da bei dir nur die Titten, das ist unglaublich. Ach, fuck. Ei, ei, ei. No, nee, komm mal hier rüber. Ja, komm mal hier rüber. Du bist tot? Du nicht. Ach ja. Ich verstehe es nicht, warum ich die nicht treffe mit der Armbrust. Na, ja, ich muss schon auch sagen, nicht so den guten Schnitten im Bogen. Ein Tick nach links zielen, das geht dann meistens. Komisch, gell? Die hassen die Gartenzwolle. Den Eindruck habe ich auch. Oh, ich schieß doch, Mann. Ah, jetzt hab ich dich, du Sack. Ah.
Hey, ich treffe, ich kann da direkt drauf zielen, das verstehe ich nicht. Echt nicht. Atom. Sportler sind nicht die Hellsten, okay. Ja, oh, die bauen wir hier systematisch meine Zäune ab irgendwie. Jo, die haben die. Boah. Zaun abgebaut. Nicht zu glauben. Ist ganz gut, dass ich einen Außenzaun aus Spikes gesetzt habe. Ja, die haben hier die den Pillar, den Pfeiler weggemacht, wo die Treppe dran ist und kommen jetzt natürlich nicht hoch. Und stehen hier unten und gucken mich die ganze Zeit an. Diesen Blade. Ja, das sind sie. Blade-Zombies. Ja, ich hab halt, wie gesagt, war eine Menge noch ein Reservebogen, ne. Und wieder einer Holzen weniger. Haben wir auch gerade hier drin, ne. Oder auch. Ach Mensch, das ist auch mit den. Ich habe ja nichts dagegen, dass die Zombies rumlaufen, logischerweise, aber dass sie sich dann auch immer so hinstellen, dass sie sich nicht treffen kann. Warte. Machen sie eigentlich gerade mal. Nee, das stimmt. Es soll ja eine Bedrohung darstellen. Langsam ruhiger. Bei euch vielleicht. Na, wenn ich hier fertig bin, kann ich ja gerne noch rüberkommen, aber ich muss erstmal. Kann schlecht auch noch auf der einen gesund für dich wäre. Säule von Plank. Naja, so gut. Ja, und was jetzt dann zu wissen soll. Minenarbeiter hier. Naja, ich weiß nicht, wie die Beschädigung bei den anderen aussieht. Das kann ich halt jetzt schlecht einschätzen gerade. Kann ich auch nicht, weil ich es nicht sehen kann. Alain, wie sieht's bei dir aus? Ich weiß nicht, ist unter Kontrolle, würde ich sagen. Wir wissen halt nicht so genau, wie sie jetzt hier hochkommen sollen. Sind die da bei dem Aufgang? Naja, sie stehen jetzt hier zwischen mir und Nordis Haus. Also das heißt, die Spider rennen auch mal so ein bisschen durch die Luft. Könnte ich eventuell den Aufgang hoch. Hat der Kackhund mir jetzt meine Fackel zerstört? Kackhund? Ich glaube, der Aufgang ist komplett weg bei mir. Haben die Säule eingerissen. Oh. So, ich glaube, der Innenbereich ist bei mir erstmal gesäubert. Oh, Alter. Dein Rucksack sehe ich, der liegt da.
Auf dem Boden? Ja. Ist aber nicht ganz ungefährlich momentan. Die kommen nämlich aus der Richtung angerannt. Ja. Gut. Der Wille war da. Gut, gleich ist ja 4 Uhr. Ja. Ja, ein Glück. Ja, jetzt weiß ich auch. Kann man sich den Rest vornehmen? Hier habe ich das Gefühl, dass sie durch die Railings nicht durchgehen hier. Warum auch immer. Ja, ja. Guten Morgen. So, er ist bloß raus. Da sie ein bisschen von Gebäuden wegziehen. Boah. Okay, die muss ich erstmal reparieren. Ah, ich treffe auch den. Hier gewütet. Ja, die haben schon ordentlich. Doch, Fallschaden erleiden die Zombies sehr wohl, aber ich fürchte, dass es bei mir alles noch nicht hoch genug, dass das zum Tragen käme. Nee. Das ist ja im Prinzip eine Höhe, wo wir eventuell mit Glück noch keinen Schaden nehmen. Okay, checken wir mal die Lage. Übrigens hier noch gerade ein Mining-Helm gelootet. Schön. Das war ja üppig. Erlen, sind die jetzt um mein Zeug? Dann Zeug? Ja, ist alles frei jetzt hier. Kannst kommen. Dann. Gibt's doch nicht. Ayuta, danke für den Host. Das ist lieb von dir. Dankeschön. Also ich sehe nichts mehr. Nee? Ist glaube ich auch ruhig. Im Moment lag er noch hier, genau auf dem Block. Okay. Hast du nicht aufgenommen? Nein. Aha. Das wäre nicht wieder alles weg, was ich hatte. Vor ein paar Sekunden habe ich ihn noch genau hier gesehen. Das muss er weggepackt sein. Super. Nachher an, was es alles gab. Jetzt sammle ich erstmal so schnell wie möglich, weil die Leichen verschwinden relativ schnell. Schneller als ich es bisher gewohnt bin. Ich werde das mal schon mal anfangen, meine Brust zu reparieren.
Na, das muss auf jeden Fall aus Beton. Alles. Gnadenlos. Und ich muss ein besseres Fundament einziehen, das ist auch schon mal klar. Aber was heißt ein besseres Fundament? Hier hatte ich gar kein Fundament, das wird es nämlich gewesen sein. Naja, gut. Och Mann! Alain, kannst du mal. Komm mal. Ich glaube, das war so ein bisschen meine eigene Dummheit, dass ich das den Übergang habe stehen lassen. Obwohl ich habe ganz vergessen, dass ich eine Leiter dran gemacht habe. Dann kommen die natürlich rüber, ist ja logisch. Das war so ein bisschen Damage. Okay, das wurde ein bisschen angedotzt. Naja, Vorteil ist ja, dass wir dann direkt sehen können, wo die Schwachstellen sind. Ja, gell? Okay. Das ist immer noch der Vorteil. Nee. Kommt so, nichts mehr. Wie sieht denn deine Hütte jetzt aus? Ich nehme an, der Zaun ging drumrum. Och, was haben die? Haben dir das ja ganz schön unterhöhlt, ha? Ja, ja, weil hier kein Fundament drin war. Deswegen sind sie ja natürlich, hatten sie nur Sand vor sich. Also von daher. Ja. Muss man gleich mal die Ecke angucken, wo sie Fundament hatten. Ob sie da was zerstört haben oder wie sie es zerstört haben. Das hier ist Palen, dieser Prachtbau hier. Jo. Und wie war es bei dir? Ging, oder? Ganz okay, ja. Also die Säulen sind soweit okay. Wir hätten die Brücke, die haben sie halt komplett zerlegt. Ach, hier die Brücke, ja. Okay. Die ging rüber zu Gussmann. Aha. Und Gussmanns Hütte, wie sieht die aus? Oh, Schreierin. Schreierin. Oh, nö. Ging auch nicht genug. Eine Hütte, ja. Die hat ein bisschen, ja, das ist aber dramatisch. Ja, außer dass ich jetzt eingeschlossen werde und jetzt kommen sie. Ja, jetzt machen wir nicht ins Höschen, wir sind noch da. Wie viel das wert ist, wissen wir ja. So. Gut. Aber außen haut das erstmal wieder safe. Braucht noch jemand ein Hunting Knife? Buch? Erstmal nicht. Brauch alles neu, mehr oder weniger. Nochmal eine. Wir kommen im Doppelpack. Und jetzt hänge ich hier wieder fest, oh, das ist doch zum Mäusemelken, so jetzt. Na, schwierig hier. Ja, ich drifte schon wieder nach links. Warum? Wieso? Warum tut das Spiel das? Verstehe ich immer nicht, dass an manchen Stellen, dass er mich da automatisch bewegt. Das ist mir echt zu hoch. Dann. Meine Armbrust ist auch schon fast hinüber wieder. Ja,
Huch. Oh, die Brücke. Ach, schon war die Ausdauer am Ende. Hast du schon das Licht am Ende des Tunnels gesehen? Oh, 26 bin ich noch. Ja, wow. Nahkampf muss man ein bisschen aufpassen. Ich glaube, das war's, wa? Sieht so aus. Wie sieht denn hier die Gussmannsche Hütte aus? Gussmannsche Hütte. Ah. Ja, okay, man hat ein bisschen geöffnet zum Durchlüften. Ein klein wenig, ja. Alles klar. Ja, das ist nicht schlimm. Boah. Ja, kann man heute den Tag ja nochmal nutzen zum Reparieren, zum Notdürftigen und dann vielleicht mal eine Loot-Tour machen, ne? Oder? Also ich würde auf jeden ja, Fall. Ja, du, ich kann machen. Erstmal gar nichts machen, weil ich muss erstmal gucken, dass ich Bolzen irgendwann krieg. Erstmal Werkzeug machen. Wieder ein Plus-Weiß. Ja, nee. Sachen zum Reparieren, also. Dann haben wir ja aber nämlich durch. Das gab wohl interessanten Stuff hier. Ich hab kein Metall mehr, scheiße. Eieieiei. Aber ich muss sagen, bis aufs Fundament ging's eigentlich. Also ich meine, war einiges zu reparieren hier, aber lass mal ein bisschen zum nächsten Mal ein bisschen ausbauen. Dann. Das hier ist nicht dramatisch, diese paar Dinger, die fehlen, die. Das ist nicht das Problem. Brink. Ja, gut, dann machen wir noch ein Päuschen, oder? Wir haben die Horde geschafft, so einigermaßen. Jo. Ja. Ich denke mal, die Häuser haben sich doch ganz gut bewährt. Natürlich mit ein paar Schäden, logischerweise. Und natürlich Ausbaubedarf. Glaube ich auch klar. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen auch nicht verkehrt. Das hätte schlechter kommen können. Durchaus. Das denke ich auch so, ja. Ja. Gut, dann beenden wir. Ja, wenn wir eine Horde hätten, wie wir so. Ja. Dann hatten, dann wird nichts mehr hier stehen. Ja, das stimmt. Also. Was schlimm ist, ich habe nichts, gar nichts mehr zu essen. Das, gleich mal erstmal jagen gehen oder anderen. Ah, so viel, was man muss. Ich muss mir erstmal ausmüllen. Das kommt auch noch dazu. Klamotten. Ah, packe ich auch mal die Bücher rein. Baumaterialien packe ich da oben rein. Ja gut, dann würde ich an dieser Stelle mal die Folge beenden wollen. Mhm. Ihr habt ja gesehen, wir haben ja gut überlebt, würde ich sagen. Lasst uns einen Daumen nach oben da, ich das ganz bewusst, wenn ihr euch genauso freut. Und dann überlasse ich meinen Kollegen das letzte Wort. Bitteschön. Jo, dann sag ich auch. Ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Genau, wir schauen uns erstmal den Loot an und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ja, bis zum nächsten Mal.